bin da auch stur. Also ich werde nicht stehlen. Das ist eine der großen Sachen, die ich mir aufgebürdet habe. Eigentlich die einzige große Regel und die möchte ich auch einhalten. So, kurz speichern. Wie gesagt, das Spiel stürzt sehr gerne mal ab, wenn man relativ schnell irgendwo lang reitet. Und wir wollen ins Marschland. Das ist ein Drachengrab. Damit dürfen wir uns dann irgendwann auch noch auseinandersetzen. Und die wunderschöne Silhouette von Solitude auf dem Berg ist schon schön. Wirklich schön. Eine der sehr interessanten Gegenden von Skyrim auf jeden Fall. So, wo bin ich denn jetzt? Hier gibt es, glaube ich, auch... Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es auch Chaurusse und so. Ich weiß halt nicht, wie stark die sind. Das ist nur eine Frostbisspinne, das ist nicht so schlimm. Das ist eine Burg. Hier ist ein Standing Stone. Gucken wir mal, was ist das für ein Stein? Apprentice. Okay, das ist also ein Magierstein. Und jetzt müssen wir dahin. Okay. Ich mach mal, versuche mal eine Markierung zu setzen ungefähr. Und dann dürfte das auch, was wir oben auf der Karte sehen, auf dem Kompass sehen, dürfte dann auch schon Folge und Tour sein. Ein Lagerchen. Es ist verlassen, wie es aussieht. Ich sehe aber auch nichts Spannendes. Ja. Da sind wir. So, ich werde jetzt mal kurz noch ein bisschen mein Inventar aufräumen. Ein bisschen was weglegen, was wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. Nein, jetzt hebe ich es alles auf. So, die ganzen Stäbe mal wegräumen. Enchanted Ring. Das Fragment werden wir brauchen. Genau, das war das Saartal-Amulett. Ich finde das total verwirrend. Du findest in Saartal auch ein Amulett und denkst dir so, was sind das jetzt? Und nicht gut gemacht von den guten Leuten irgendwie. Und vor allen Dingen auch verwirrend, dass das halt im Rahmen einer anderen Questreihe passiert. Maximal verschachtelt irgendwie. Das ist echt nicht schlecht. Also das sind alles ein paar schöne Sachen, die wir gut verzaubern können. Das darf ich nicht weglegen. Das ist anscheinend noch nötig für die winterfeste Questreihe. Und im Prinzip haben wir es jetzt. Mal ein paar Lockpicks weglegen. Wir brauchen niemals so viele. Und das Gold haben wir ja so eingestellt, dass es nichts wiegt. Und da bin ich immer noch sehr froh drum, dass wir das getan haben. Gut. Reicht. Über 100 mehr Tragegewicht dürfte eigentlich ausreichen, hoffentlich. Bin ja auch gar nicht so zuversichtlich, dass wir so viele tolle Sachen finden. Ich bin da immer ein bisschen unlucky. So, Folgentour. Gucken wir uns das doch mal an. Wow. War ich hier schon mal drin? Ich weiß es nicht. Offenbar will man mich hier nicht drin haben. Nicht vergessen, den Ring zu füttern. So,
Hier gäbe es jetzt ein Keyhole für eine Kralle, Klaue, keine Ahnung. Die habe ich aber nicht und es ist trotzdem offen, keine Ahnung. Auch wieder verwirrend irgendwie. Hier ist einfach alles offen. Geht das auf, wenn man die Quest hat oder? Hm, keine Ahnung. Im Prinzip haben wir die ja gar nicht. Also. Nun, die Leiche am Boden hätte mir ja verraten können, was da los ist. Hört es auch wieder auf? Na super. Das hat ja gut funktioniert. Was war das gerade? Ich weiß es nicht. Oh. Na toll, Lydia ist jetzt natürlich ausgesperrt. Ganz schön tough, die Dinger. So. Einmal heilen. Och, Lydia. Kann ich dich denn noch reinholen? Ja. Oh. Das ist jetzt irgendwie nicht so gedacht gewesen. Oh. Was ist das denn? Bosmer Reinforced Kyras. Okay. Oh, schick aussehen tut das Ding ja, aber wahrscheinlich. Nee. Unsere Rüstung hat auf jeden Fall mehr Armor. Vielleicht können wir das ja Lydia anziehen. Wie sieht denn das aus? Hm. Lydia? Still here. Zeig mal. I am at your command. Nee, die Ork-Armor ist auch besser. Na gut, dann nicht. Lead on. Dann geht's jetzt hier weiter. Nee, da kommen wir her. Ich wünschte, ich wüsste noch, ob ich hier schon mal drin war. Wahrscheinlich zufällig irgendwie. Danke dafür. Die Bahn hat sich wieder verspätet. Deswegen liegt er da noch. So, die hat einen Namen. Oh, mit Notizen. Atronach Fork Recipe. Und da ist die Drachenklaue. Okay, erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Och, schon wieder so viel zu lesen. Oh. Moment. Warum wurde jetzt kompliziert, dass ich das finden soll? Ich habe doch das Amulett gar nicht gefunden. Ich habe doch nur... Komisch. Warte mal, ich muss das mal kurz überprüfen. Ach so, verstehe. Okay. Im Prinzip ist jetzt die Quest-Stage vorangeschritten. Und wir haben eine Markierung... Interessant, okay. Gucken wir doch mal.
Also, es ist wahrscheinlich so gemeint, dass dieser Abenteurer hier so weit gekommen ist und nicht weiter und dann halt getötet wurde und deswegen war halt alles offen, als wir reingekommen sind. Jetzt verstehe ich das. Die entzieht mir auf jeden Fall Mana, wenn sie zuhaut. So, weiter geht's. Die Klaue haben wir jetzt aber wieder, ne? Ja. Links, rechts. Och nee. Okay, der sah so aus, als würde er aufstehen, aber dann hatte er doch keine Lust. Hatte den Wecker nochmal auf Snooze gestellt. So. Oh, doch nicht. Hallo. Ich hacke echt lange auf den rum, aber daran muss ich mich gewöhnen. Mein Schaden ist halt nicht meine Stärke unbedingt. Dass die aber auch nichts droppen, ne? Unverschämtheit. So. Danke. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Okay, pass auf. Jetzt ist hier wieder die Falle. Oh Mann, ich hasse das. Blöde Gifte und so. Ja, Lydia gähnt. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Da. So. Doofe Rätsel, wo man einfach nur durchprobiert, weil man sowieso nicht versteht, was dieses System sein soll. Ne, ich kann mich kaum erinnern. Ich glaube, ich war hier noch nicht drin. Heavy Armor increased. Okay. Weiter geht's. Nochmal drei Gegner in der Nähe. Lydia. Du hast diese Wand, oder? Ungern zwischenstehen, wenn sie mit ihrer fetten Axt zuhaut. Okay. Oh ja, noch ein Rätsel. Boah. Dicker, fetter Soul Game. Okay, wo steht, wie sie eingestellt werden müssen, die Dinger? Hier anscheinend schon mal nicht.
Hat's das jetzt gebracht? Nein, der ist da so doof eingeklemmt. Ups. So. Mhm, hier steht aber auch nicht, wie ich es einstellen muss. Da ist so ein Bild, aber das bringt mir, glaube ich, mich nicht weiter. Keine Ahnung. Wo könnte es denn überhaupt? Da geht es dann wahrscheinlich irgendwie weiter. Erstmal anders hinsetzen. Ha, Kinders, wo habt ihr es versteckt? Bestimmt in einem, vielleicht in einem Buch. Bla bla bla. Three Sons. Bla bla bla. Gru Cruel. Ich meine, das ist bestimmt alles super interessant, nur ich habe echt gerade keine Lust, das laut vorzulesen. Cornered in the Southernmost Reaches of Skyrim. Boah, 4000 Jahre sind vergangen seitdem. Aber leider steht nichts von dem Rätsel da drin. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Irgendwas Dummes übersehe ich doch. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Vielleicht im Raum davor? Ich höre eine Spinne oder sowas. Das da? Ja, super. Ein Hebel wurde bedient. Ich sehe nur leider nichts. Ach komm schon. Danke. Okay, was hat sich jetzt verändert? Toll, jetzt ist die Tür wieder zu. Ach! Verstehe. Man kann nur entweder rechts oder links aufmachen. Und hier ist auch nochmal ein Rätsel. Und da steht dann auch, wie wir das Ganze ausrichten müssen. Gut. Also. Rechts ist Vogel, Mitte ist Fisch, Delfin und links ist die Schlange. Also rechts war Vogel, Mitte war Delfin und links die Schlange. Sehr gut. Nun. Und jetzt? Muss ich jetzt nochmal die Hebel ziehen, oder? Wahrscheinlich den in der Mitte hier, ne? Ich hab Angst. Muss erst einmal warten. Kann nicht. Och. Och, shit, ey. Warum ist das denn jetzt falsch? Hab das doch richtig gemacht. Oder muss ich das spiegelverkehrt machen. Kann natürlich auch sein. Also auf der Seite die Schlange und auf der linken Seite den Vogel. Aber sonst fällt mir nichts mehr ein, wenn das jetzt auch nicht geht. Yay! Gut. Darf ich jetzt warten? Nein, darf ich nicht. Okay, dann nehme ich einen Trank. Warten, warten, warten.